3D-Drucken mit dem X-Max von Kitty ist mir jetzt diese magnetische Platte kaputt gegangen, die eigentlich super ist. Aber ich drucke ja da relativ heiß und ich habe eine relativ große Fläche. Und auf jeden Fall hat dieses Material, das ABS, das ich hier gedruckt habe, über Nacht sich sehr gut ankauft und ich habe es nicht mehr losgekriegt, egal wie ich es angestellt habe. Und ich nutze normalerweise für die zum Abhebeln, also zuerst biegt man ja die Platte, dass man es quasi hingeht und so über Kreuz oder so über eine Kante biegt. Nur ist es so, dass mittlerweile das Ding so gut angehaftet hat an die Außenstelle, nur speziell an die Außenstelle im Randbereich, an der immer an den Ecken ist es, haftet es extrem gut. Ich nehme an, dass hier vielleicht die Temperatur, die Drucktemperatur entscheidende Rolle spielt, die Betttemperatur Rolle spielt. Naja, auf jeden Fall hat sich das, obwohl ich das extrem versucht habe, dann mit Abkühle, mit allem Möglichen, ich hebel dann immer mit dem Messer hier unten rein und kipp's immer runter, wenn nichts hilft, nehme ich das Messer, aber ansonsten nicht. Aber es hat so gut angehaftet, dass es sogar hier das Material drin war. So, Ersatzplatte. Man kann auch auf der Rückseite drucken, beim ABS oder bei den Materialien kann man auf der Rückseite drucken. Wenn es vorne zu gut haftet, dann kann man es auf der Seite auch drucken. Allerdings, wie gesagt, das hier mit dieser magnetischen Platte, das hat bisher hervorragend funktioniert. Man sieht ja auch die ABS-Temperatur, schreibe ich extra, ne? Sollte 100 Grad sein. Ich habe 110 Grad zum Beispiel als Flächentemperatur, weil ich im Keller so Probleme habe. Und wenn ich jetzt mal nachgeschaut habe im Internet, kostet so eine Ersatzplatte, magnetische Ersatzplatte, kostet 20 Euro. Also die werde ich mir jetzt nochmal antun. Weil ich mit dem Drucker sehr zufrieden bin, zweiseitig beschichtet. Wichtig ist, dass sie auch die magnetische Eigenschaft hat und flexibel ist. Ich drucke ja schon seit quasi im 24-Stunden-Druck wochenlang mit dem X-Max-Drucker. Man sieht immer so, ich mache so Spule-Drucke, also ich mache so Spulen, die man dann anschließend ergänzen kann. Das druckt er ganz sauber. Beim Drucken sollte man nur darauf achten, dass der geschlossene Raum, dass der eigentlich die Temperatur hält. Also wenn man dann ich drucke hier mit 245 Grad immer. 245 Grad Extrudertemperatur und 110 Grad vom Bett. Das sind auch, wenn man sich das mal anguckt, kurz, ich weiß nicht, ob man sieht. Der druckt eigentlich auch sehr sauber. Finde ich mal zumindest. Für mich reicht es für meine Aufbaute. Was das jetzt für eine schlechte Stelle, ich weiß es nicht. Aber also der druckt sehr sauber. Jetzt hier, das habe ich hier, der zweite Druck nochmal über diese Stelle gemacht. Das druckt immer noch, hat aber dann diese kleine Schadstelle dran. Wo ist sie da? Hier sieht man diese kleine Schadstelle. Es geht immer noch. Zum Drucken, nur dass die Unterfläche jetzt hier so zum Teil so kleine Erhebung hat. Wie gesagt, mir war nur jetzt nochmal wichtig zum sagen, dass man bei dem Drucken, bei der Drucktemperatur des ABS, das kriegt man nur gedruckt, wenn man die Raumtemperatur, denn also ich mache momentan so eine Decke über meinen Drucker rüber, damit die Temperatur nicht abstrahlt. Wenn man im Sommer druckt, bei einem warmen Raum, dann geht es natürlich auch ohne, dass man zusätzliche Isolierung baut. Und ich muss halt meine Isolierung eigentlich noch auch ein bisschen erhöhen. Ansonsten kann ich natürlich nur diesen Kitty-Drucker, ich habe ja den X-Max, the biggest version, also der macht 250, also 25 cm in der Breite und 30 cm auf quer. Und hoch, glaube ich, auch 30. Also man kann extrem viel damit drucken und das macht das sehr, sehr, sehr zuverlässig. Ich bin da sehr erstaunt drüber. Ich wüsste nicht, warum ich da jetzt, also der Drucker hat mir kostet 900 Euro, 800 irgendwas. Absolut top. Ich bin mega zufrieden, auch mit dem Service. Ich habe mal eine Anfrage an die gehabt, ich weiß nicht mehr was genau, haben sie sofort geantwortet. Die Maschine, bis sie dann gekommen ist, hat sie
Hat es denn gedauert? Ach so, ja, genau, diese Anfrage war, wenn man einen X-Max-Drucker bekommt oder bei Kitty, dann ist so, dass da eigentlich ein zweiter Druckkopf dabei ist und es steht nirgends richtig beschrieben drin, ab wann man den zweiten, den Hochtemperatur-Druckkopf nehmen soll. Der hat nicht immer Probleme gemacht bei ABS. Den ersten, der Standard eingebaut und dann baut man den zweiten ein, das dauert 10 Minuten. Ab dann immer nur noch den. Nimmt man diesen besseren Druckkopf, den Extruder da oben dran. Seither läuft er einwandfrei, Temperatur schön erhöht und ansonsten ist vorher immer dieses Material im Druckkopf irgendwie hängen geblieben, glaube ich, oder so, hat sich verstaut. Von daher kann ich nur, wollte ich quasi nur eine Empfehlung aussprechen. Ich kriege kein Geld dafür, aber man muss ja irgendwo die guten Dinge weiter erzählen.